Also ich bin der Gian Raghetti. Ich komme aus Flims und bin 17 Jahre alt. Hallo zusammen, ich bin Remy. Ich bin 20 Jahre alt und wohne in der Nähe von Lausanne. Seit etwa 4 Jahren fahre ich Freeski. Ciao miteinander, ich bin der Vincent. Bin 15, aus Hausen am Albis und ich mache beim Gorilla Filmdreh mit. Hey, ich bin Nina Raghetti, bin 19 Jahre alt und komme aus Valendas. Das ist in der Nähe von Laax. Das Gefühl, auf dem Schnee Ski zu fahren, einen Sprung zu machen, in der Luft zu fliegen und sich zu drehen, ist eine ganz persönliche Erfahrung. Wenn du eine Figur schaffst, ist es etwas, was dich glücklich macht und dich näher zu dir selber bringt. Es ist cool, auch weil du die Blicke von den anderen auf dich ziehen kannst. Es ist wirklich eine echt schöne Sportart. Ich fahre seit 3 Jahren Freeski. Seit diesem Jahr bin ich in der Sportschule Engelberg und seither fahre ich noch viel mehr Ski. Und es macht mir einen Riesenspaß. Am liebsten fahre ich im Park. Wenn es da einen geilen Kicker gibt, macht es mega Spaß. Alleine zu fahren, finde ich nicht so cool. Ich fahre am liebsten mit Kollegen. Man kann sich immer wieder pushen und hat zusammen Spaß. Ich finde das Gorilla-Filming sehr cool, denn es bringt etwas. Wir geben anderen Personen etwas weiter und die, die vielleicht noch keine Ahnung haben von dieser Sportart, können viele neue Sachen lernen und dies vielleicht auf dem Schnee ausprobieren. Zum Freeski-Fahren bin ich eigentlich über meinen Vater gekommen. Der hat mich mit 10 zum ersten Mal zum Freestyle.ch mitgenommen und da haben mich die Freeskier direkt fasziniert. Momentan bin ich im Sportgymnasium in Davos. Dadurch habe ich die perfekte Möglichkeit, das Trainieren mit der Ausbildung zu kombinieren. Am Morgen, wenn ich auf den Berg komme, freue ich mich immer, wenn es mega schönes Wetter ist und die Pipe einfach perfekt geshaped ist. Dann will ich einfach nur Spaß haben. Oder wenn ich mir ein Ziel setze, um einen Trick zu lernen, dann will ich es auch durchziehen. Das Gorilla-Projekt hat mich oft daran erinnert, wie ich mit dem Freeski-Fahren angefangen habe. Man fängt ganz unten an mit Basic-Figuren. Dann macht man Fortschritte, Winter für Winter. Und im Sommer auf dem Trampolin oder auf dem Sprungbrett, wo man sich wirklich amüsiert. Mit all diesen verschiedenen Techniken kann man Fortschritte machen und erreicht irgendwann ein Niveau, bei dem man wirklich stolz auf sich sein kann. Was ich sicher cool finden würde, wenn du aus dem Movie etwas lernst und den gleichen Spaß an dieser Sportart findest, wie wir oder wie ich. Der Grund, weshalb ich beim Projekt Gorilla mitmache, ist, weil ich dich motivieren will, Ski zu fahren, in den Park zu gehen und den Spaß zu erleben, den ich habe. Für mich als Frau ist es echt cool, Ski zu fahren. Also ich bin recht viel mit den Jungs unterwegs. Es gibt zwar noch nicht so viele Mädels, aber immer mehr. Und es wäre auch cool, wenn du durch Gorilla den Spaß am Freeski finden würdest.